und hitzt dich. Das war ja wieder klar, dass das passiert. Ich wollte so eine schöne, epische Begrüßung machen. Ich stelle dir so ein Bild ein, wo man die Sonne sieht, den alten Mann husten hört und dann wird erstmal gerülpst. Okay, herzlich willkommen zu Borderlands The Pre-Sequel mit dem alten Mann und dem Gedos von den Schlaftabletten. Was hast du nur davon? Das habe ich mich zuerst genannt. Haha. Oh mein Gott, der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, das habe ich mir von dir angewöhnt. Was ist da wert? Natürlich. Ja, aber ich das denn? Ich heb meine Schwäber noch auf, ne? Ich hab meine auf jeden Fall aktiviert. Ja, ich hab's ja gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich ja meine jetzt noch nicht unbedingt. Kann ja noch gefährlichere Situationen geben, wo wir sie dann brauchen. Ja. Wann haben wir sie noch? Oh, ich bin runtergehüpft. Ich hätte gar nicht hüpfen müssen brauchen. Was müssen wir denn jetzt tun? Schildert, aber betritt die Pumpstation. Ja. Betreten wir die Pumpe. Musst du dir was pumpen? Hast du einen teuren Computer gekauft, jetzt musst du dir was pumpen, ne? Ja, na klar. Aber leider ist er ja noch nicht da. Aber ich hoffe mal bei der nächsten Aufnahme. Ja, natürlich, bei der nächsten Aufnahme. Sonst läuft er definitiv halt verkehrt. Der muss ja bei der nächsten Aufnahme. Oh. Oder was sagst du? Ja. Der sollte eigentlich morgen ankommen, ne? Sollte eigentlich heute ankommen. Ja, voraussichtlich. Heißt ja nicht heute. Voraussichtlich heißt, es könnte klappen, aber muss nicht. Und bei dir trafen muss nicht zu. Ah, da lande ich jetzt drin. Nee, ich bin auf dem Vieh gelandet. ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass es morgen kommt. Wie gesagt, das ist etwas größer. Vielleicht war kein Platz mehr in den Autos. Ich weiß ja nicht, ob sie die ganze Unverpackung mitschicken von den Bauteilen. Eigentlich müssten sie das tun. Du hast sie ja ein PC Paket zusammenbauen lassen. Das kann ja ein Riesenpaket sein, wo alles drin ist. Der PC und die ganzen Verpackungen. Ich weiß es nicht, müsst ihr sehen. Aber warum sollten die ganzen Verpackungen von uns? Ich weiß es nicht, ich habe mir noch nie so ein Pilz gekommen. Ich habe mir mein PC ja noch zusammengeschraubt. Ja, selber, ich habe es ja zusammenschrauben lassen, ne? Ja, im Prinzip hast du es ja auch so gemacht, ne? Aber ich habe dann irgendwann mal einen gekauft und dann habe ich ihn dann ausgebaut. Zusammen gemacht. Ja, ja. Und ich habe ihn halt zusammen machen lassen. Ja, nö, das wäre auch viel Arbeit gewesen, da hätte ich jetzt nicht unbedingt Lust zu gehabt. Ja, Gott sei Dank gibt es Leute, die es 500er machen. Naja, nun überleg mal, das ist ja noch nicht viel, die hatten ja auch richtig zu tun. Da hat einen Tag dran gesessen, denke ich mal, und auch einen halben, dafür ist das. Ich zieh mal die Mehrwertsteuer ab, das ist ja das nachher, was der Firma bleibt. Ne? Dann sind das 80 Euro, das ist schon in Ordnung. Denn das ist ja nicht nur zusammenschrauben, das muss das Betriebssystem installiert werden, das müssen Treiber installiert werden. Das dauert eine Zeit, ich hör ja dich schon immer fluchen. Ja. Das hat ja ewig gedauert. Dann. Ja, das dauert ja auch ewig. Vor allen Dingen will das kaum einer bezahlen. In denen ist das ja mal alles zu teuer. Die denken ja, das geht alles mit Apfel und Ei. Aber wenn ich da reine zwei Arbeitstage zu tun habe, alles wieder hinzukriegen, was ja dann manchmal sein kann, je nachdem, was da auch alles mit kaufen muss, ja. Dann ist das halt so. Dann muss man damit... Ich hole jetzt mal die beiden Viecher raus hier, das ist ein bisschen nervig so. Dann dauert das eben und dann kostet das auch, ne? Wenn du dann noch so eine Kotzbrocken hast, die dann sich was fertig machen lassen, einen da beordern, weißt du, ich fahr zu dem nach Haus, das ist auch nicht so gleich um die Ecke gewesen, und dann sollte er dafür 40 Euro bezahlen und das war ihm dann zu teuer, weil es dann einen Tag später wieder nicht funktioniert hat, weil er wieder irgendwas verstellt hat. Ja, und diskutiert dann da am Telefonschrank rum, dann ist die Zeit, das ist so vertane Zeit, ne? Ja, gut, was bist dann mehr als eine Stunde beschäftigt für so ein bisschen mit Fahrgeld und allen Schikanen und Mehrwertsteuer war ja auch mit drin. Und dann sowas, ne? Das ärgert mich heute noch. Finde ich unmöglich. Alter. Ich brauche nicht mehr anrufen. Ja, jetzt hätte ich... Naja. Wieso? Lass mich in Ruhe. Gib mir dein Kanister. Da kommt noch einer gefliegt. Ah, zu weit. Nee, das bist du. Da. Was hat's wehgetan? Ich hab mal kurz auf dich geschossen. Hat das ein Dein? Ja, das ist gut. Schieß dir den Helm ab! Ah, ich hab keine Munition mehr. Ja, aber wir haben uns auch langsam. Ah, jetzt helf. Nee, das Magazin war bloß alle. Ich kann noch nachladen. Ein bisschen hab ich noch. Der ist tot. Ja, das sind meine. Kritisch bei mir. Ich hab hier keine Kisten. Ja, oh, Luft habe ich auch wieder hier, die Kleine, die sammle ich mal ein. Ach, hier ist ein Munitionsdeck. Na, ja, siehst du. Und hier sind Kisten, geh doch erst hier hin. Oh, nicht so hoch. Ich habe nur genommen, was ich brauche. Da ist noch was drin. Komm jederzeit wieder.
findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ja, das hast du schon im ersten Teil gesagt. Was denn? Bessere Ware kriegst du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Tja. Ja. So. Weiter geht's. Betreten wir die Pumpstation. Du musst den Methanfuß anstellen. Da sollte was? Irgendwo eine Aktivierungskonsole sein. Oh, hier. Ach ja, ich kann wieder. F. Oh, die beiden machen sich immer richtig Rabatz. Ich hab mal Sauerstoff. Ja, ich höre es. Sehr gut. Outlaw Better S. Oh, der hat sein Schild ist weg. Lass schneller nach. Mein Schild ist auch gleich weg. Oh, ich bin aus der Luft raus. Hier war Geld. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach, du bist da oben. Oh! Jetzt bin ich dran, weil ich gewartet habe. Ich kann keinen erschießen hier. Hallo? Doch, da ist einer. Den sehe ich nicht. Ich bin auch gleich wieder weg. Ja. Zu stark, Alter. Ja, aber ich bin am Sterben hier. Ich habe extra wegen dir gewartet. So, ich bleib dich wieder. Ich will Blut spritzen sehen. Alter, ich bin wieder weg. Ach, Kacke. Hier ist irgendein starker Held oder sowas. Da. Oh, schade, zu spät. Ich beeil mich. Oh, dieser ja, da war noch irgend so ein dicker Fetter, ne? Der friert mich ein oder so. Ja, das macht er mit den anderen. Das machen die das nicht auch mit ihnen? Ich weiß das gar nicht. Ja, aber nicht so effektiv. Ah, ich bin schon weg. Wo bist du da? Ja, sein Schild ist auch noch voll. Wo bist du? Der ist ziemlich stark. Ja, ich seh schon. Muss mal ein bisschen Deckung suchen. Schnell nachladen! Jetzt haben wir ihn, ne? Ja, endlich. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab ja auch auf den Kopf gehalten, ein bisschen. Warum du das nicht glaubst? So, hier habe ich jetzt wieder Sauerstoffung gemacht. Ja, ich seh. Gut. Alles nichts mehr für mich? No. Alles weg. Oh, das ist Strafe. Jetzt hast du einen zweiten Anus am Hinterkopf. Sag dir nicht, dass ich Mondschwein habe. Ja, was habe ich denn jetzt geskillt? Jack wird dich eigentlich inspirieren mit wohlgewählten Worten wahrer Größe. Da ich nicht jedem Gutes tun kann, beschränke ich mich auf die Menschen, die mir nahe stehen. Bereite dich also auf einen Tsunami der Weisheit vor. Ah, das muss ich tun. Ich freue mich auf den Tsunami der Weisheit. Da, die schießen wieder. Und die. Blöde Kuh. Gucken, wie lange das noch hält alles. Der Mond. Ja. Hauptsache so lange wie wir. Ich weiß, was du vorhast, Kleiner. Daraus wird aber nichts, wenn ich deinen Kammerjäger mit Kugeln vollpumpe. So. Da. Erstmal du. Wenn du. Oh, ich muss nachladen. Jetzt du weiter. Versuch ja nicht mal den Kammerjäger umzubringen. Der ist schon tot. No. Inspiriert! Ich kann hier was machen, darf ich? Darf ich? Warte. Jetzt kommen noch mehr Gegner und wir verlieren. Voll oberkrass, mein Freund. Weiter so. Voll oberkrass? Stand das bei dir auch gerade? Ich hab nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Geh zur Methanaufbereitungsanlage und sieh nach, was da los ist. Waffenkiste. Das war eigentlich mehr als eindeutig. Ist da noch eine Waffe drin? Meine! Warum kann ich die nicht nehmen? Jetzt. Warum konnte ich die das nicht nehmen? Das war nicht recht auffällig, also das hättest du dann schon sehen müssen, weil das da gewesen wäre. Ja, kann ja sein, dass ich es über die angezeigt war, wurde. Na, ich habe ja hier geskillt, dass mich Jack inspiriert. Sozusagen. Ja. Aber ich habe gedacht, das wäre nützlich oder so, aber das ist ja nur witzig. Nicht inspiriert? Stirb, du Fliegding. Zerteile dich und werfe deine Intelligenz hinüber mein Haupt. Ach, dir ging's nicht gut, sag doch was. Nein, ich habe ja nach oben geguckt. Ich habe mir den ja in der Luft angeschaut, da oben. Hast du das etwa nicht bemerkt? Ach, ich habe einen Punkt, einen Skillpunkt. Den versetze ich.
Den setze ich nachher in der Pause ein. Bist du hier drin, ne? Du hast schon wieder was gefunden, ne? Das ist immer, wenn er ganz leise ist, müsst ihr wissen. Dann hat er was entdeckt und blutet. Viel Spaß in meinem besten Leuten, Kammerjäger. Ich verspreche dir, das klang in deinem Kopf besser. Hallo, ich mache das nur mit weiter, ja? Die Alter, das Schild ist gut. Die geht weg. Gefällt die grüne Waffe, die behalte ich. Ich habe 4 weiße Waffen jetzt schon. Was Handsome Jack mit Granaten hat, Alter. Ich habe so viele. Zum Beispiel, warte, was steht da? Was kann ich theoretisch skillen? Ich habe es nicht geskillt. Ach so, ist ja wahrscheinlich sinnvoll gewesen. Wenn du als Digital Jack einen Gegner erledigst, erhältst du einen Knallbonbon. Wirfst du eine Granate, wenn du 4 Knallbonbons hast, verlierst du keine Granate. Aber ich habe lieber geskillt, dass Handsome Jack mich inspiriert. Und der hat so gerade mitten im Kampf einfach so gesagt, du hast einen wundervollen Charakter. Und auf einmal kam so ein Sternschnuppe angeflogen, so über den halben Bildschirm und dann so ganz fett in Pink mit so Glitzern inspiriert. Na so. Das sah richtig lustig aus. Ich screenshotte mal, wenn das nochmal passiert. Vor allen Dingen, das ist übel sinnlos, aber das ist einfach cool. Und ich finde das irgendwie cooler, als das mit den Granaten keine verschwenden, weil ich eh keine Granaten werfe. Dann lasse ich mich lieber inspirieren und sagen, wie toll ich bin. So. Ja, du bist toll. Lass uns weiter spielen. Da fliegt was. Mach es kaputt. Ich will schon. Komm her, greif uns an. Wir wollen dich vernichten. Oh, da kommen Minen raus. Da ist er. Ich habe ihn gesucht. Deswegen, ich habe so eine Dingswaffe, so eine Säurewaffe, weißt du? Ja, ich habe gesehen. Das wird sehr gut dagegen. Oh. Sonst benutze ich ja immer eine andere. Vom Tapian-Spiel, also das Dock habe ich doch ausgeschalten. Hä, was ach jetzt ja. Hier? Nee, das Dock ist nicht an. Jetzt keine Ahnung. Ich auch noch mal gucken. Ich habe ja auch nichts gemacht, ich bin nur vorwärts gelaufen, Henry. Guck mal, wegen Aufnahme. Und hab die Maus gar nicht bewegt. Dinger gibt's. Irgendwie macht Action. Action macht dieses Spiel nicht. Und ja, das mag allgemein Maustappen nicht. Nee, ich hab ihn ja nicht. Ja, aber ohne dass ich was gemacht habe. Ich bin ja nur vorwärts gelaufen, hab die Maus nicht mal bewegt. Das andere kommt ja, wenn ich die rechte Maustaste bewege. Verstehst du? Ja, raustappen ist aber raustappen. Ob du das jetzt freiwillig gemacht hast oder nicht. Ja, aber keinen Grund warum. Und so. Oh, ich bin auch inspiriert. So, jetzt musste ich mal Screenshot machen, weil das so nice aussieht. Ja, ich wurde, aber auch inspiriert. Achso, das ist also eine Teamfähigkeit. Okay. Das sieht voll nice aus, ne? Vor allen Dingen, weißt du was Fantastisches? Du. Oh, ich komm hier wieder nicht hoch. Ey, das sieht echt cool aus, oder was? Das ist ja wohl der beste Skill, den ich hätte machen können, oder wie? Ich muss erstmal. Oh, was ist denn das hier? Ich spring doch einfach nach vorn. Na, geht doch. So, los, los. Ey, lässt mich in Ruhe. Bin hier mühevoll hochgesprungen. Ich muss nochmal. Ja. Aua. Kommt die bloß mal alle her. Das ist ein Tütier, oder? Kann ich eigentlich mal ihn nehmen? Oh, die waren natürlich alle. Oh, hier ist ein Dicker. Ja, Dicker. Gib den Kidos, der ist jünger, da ist mehr dran. Aua! Weniger. Psst. Das ist mein Mondstein, haust du ab? Ja, das war's wohl. Ach, sollten wir die vernichten? Ich hab das jetzt nicht. Nö, ich hab nur einfach so gemacht. Okay. Ehrlich, Bubli? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Oh, natürlich, ein Bienen. Genauer gesagt. Brutale Höhenangst sogar. Such oben nach dem Ventil. Bist du nur hier? Ja. Na klar, ich kann sie gerade. Ist so. Das kann doch nicht sein. Was mutieren Alter. Die sich hier von der Nahe zurecht? Ist es noch der kleine Scooter oder Skeff? Ja. Vor allem, wir töten einen großen Skeff und. Ja, ja, ich sag ja, was kostet und da kommt ein kleines Skeff Reiter raus und so. Mit Panzerung. Ja. Runde 2. Ihr wolltet es so. Nach den letzten Losern solltet ihr diesmal härtere Burschen schicken. Gute Idee, Häschen. Schickt ihnen unsere gemeinsten härtesten Männer. Sie sollen Hackstab aus dem Hammerjäger machen. War schon dabei, mein Liebling. Halt den Mund. Sorry, bin etwas. Ah, hier ist Luft. Hinter dir. Du hast gerade so gestanden und der Griff geht da genüsslich an. Ja, ich muss aber meine Waffe wechseln, sonst kann ich gar nicht wissen. Achso, du musst es richtig ins Menü rein, ne? Ja. Wozu?
Lass uns doch in Ruhe. Wir wollen euch nur retten. Oh, Mund hat nicht eingesammelt bekommen. Das sind wir nach oben gekommen. Echt? Wie kannst du sowas tun? Das ist ja schlimmer als raustappen. Das will ich auch nicht machen. Stand es da genau neben mir? Nein, ich war beschäftigt. Ich habe auch in die andere Richtung geguckt. Ich habe den Mundstein gar nicht gesehen. Nein, hab ich nicht. So. Alter. Was denn? Das klang dezent eklig. Ja. Da kenne ich ja auch noch was anderes. Was nicht aus meinen. Oh. Meins. Wer es gefunden hat, hebt's auf. Du bist okay, mach's schon wieder oben. Ne? Also. Ja, klar, nee. Ach, da geht's weiter. Warte, ich komm zu dir, wenn ich es überlebe. Wo bist Hast du das eigentlich gefunden? Na, Granate. Wir gucken nachher mal in der Pause, ne? Ich habe so einen Raketenwerfer, den habe ich natürlich nicht liegen lassen. Aber da habe ich schon gute. Ah, kacke. Beinahe geschafft. Wo müssen wir eigentlich hin? Da oben. Irgendwo das Ding abschießen, ne? Ach, da, ich sehe. Hör auf, mich zu beschießen! Bist du das hier? Arschloch! Oh, ich bin runtergefallen. Oh, jetzt hat's mich erwischt. Ich spiele ja auch ohne Rücksicht auf Verluste. Wo ist er? Nee, das ist ein. Heil mich! Rettet mich! Meine Flieger fliegen um mich rum und tun nichts. Endlich fließt es in unsere Anlage. Super. Oh, du bist auch ewig weit weg. Warte, ich komm runter. Oh, ich bin inspiriert. Meine besten Männer erwarten dich dort schon sehnlichst, Kammerjäger, um mit ihrer Kampfkunst Kleinholz aus dir zu machen. Sie ja, wir könnten jetzt auch eine Pause machen. Ich dachte, unsere letzten Opfer waren die besten Männer. Nein, wir haben noch mehr. Hast du gehört? Verstehe. Ja, aber es ist gerade neben Sequenz. Ich will nicht mit dir reden. Du willst auch sonst nicht mit mir reden. Jetzt hast du es endlich mal gesagt. Nee, dann machen wir jetzt ein Päuschen, ne? Ja, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was macht denn der da oben? Guck mal, komm mal, stell dich mal ein bisschen unter. Ich hab noch nicht gestoppt. Guck dir den da an. Der hat aber einen Strahl. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.